Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und natürlich für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder zuhörst. Dieser Podcast rund um die Gestaltung, Führung und Beratung von Unternehmen und anderen Organisationen erscheint für dich jeden Mittwoch und präsentiert dir Fachwissen jenseits des Management Mainstreams. Und sicherlich kennst du doch jemanden, für die oder den dieser Podcast auch wertvoll sein könnte. Dann teile doch bitte diese Episode, denn das hilft uns enorm, noch mehr Menschen zu erreichen. Weißt du eigentlich, was für uns die größte Belohnung für unsere Arbeit ist? Naja, na klar, wenn sich Unternehmen bei uns melden, die von uns begleitet, qualifiziert oder beraten werden möchten. Gleich gefolgt allerdings von öffentlichem Feedback zu unserem Podcast. Und deshalb verlosen wir unter allen Bewertungen, Rezensionen, die bis Ende Mai 2024 per Screenshot bei uns eingehen oder von denen wir irgendwie anders erfahren, 3 Exemplare meines neuen Buchs, The Real Book of Work. Ja, bewerte uns einfach zum Beispiel auf Apple Podcast und schreib uns einen kleinen Text dazu oder gib uns bei Spotify 5 Sterne oder lass dir irgendwas anderes einfallen. Auch ein Posting auf LinkedIn zum Podcast ist uns wirklich viel, viel wert. Schreib uns nach vollbrachter Tat einfach an welcome@become-better.org. Vielen, vielen Dank. Ja, auf die heutige Episode habe ich mich nun schon seit vielen, vielen Wochen vorgefreut, denn ich habe eine ganz besondere Person zu Gast, die mich auf einer Tagung, wo wir beide als Speaker eingeladen waren, ziemlich beeindruckt hat und die ich dann natürlich auch sofort in meinen Podcast eingeladen habe und hurra, sie hat zugesagt. Sie ist TEDx-Speakerin und Autorin. Sie war mal TikTok-Gesicht der deutschen Welle und ist eine der jüngsten Gründerinnen Deutschlands. Ihr Startup Fementor betreibt die erste Plattform für Reverse Mentoring in Europa und hat sich darauf spezialisiert, Frauen jeden Alters zu fördern. Dazu sagt sie uns bestimmt gleich selber auch noch ein bisschen mehr. Sie ist davon überzeugt, unter anderem, dass Netzwerke eine der wichtigsten Währungen ist und ich spreche von Anastasia Bahner, flammende Vertreterin der sogenannten Gen Z, Klammer auf, gibt's die überhaupt, Klammer zu, und zugleich doch ganz anders, als man vielleicht erwarten würde, wenn man den typischen Vorurteilen gegenüber dieser jungen Generation folgt. Unternehmen kontaktieren Anastasia, damit sie über Social Media, die Gen Z oder über Mentoring aufklärt. Aber lassen wir sie das alles mal selbst erzählen und hören uns ihre wirklich beeindruckende Geschichte an. Ja, liebe Anastasia, ich bin so froh, dich heute hier zu haben. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Du hast ja jetzt alles Relevante gesagt. Ich kann eigentlich schon wieder gehen. Oh nein, bitte nicht. Bleib doch noch ein bisschen. Okay. Du, lass uns doch mal so starten. Du nutzt ja auch dein Alter ein Stück weit für deine eigene Positionierung. Dein Alter ist eine Art Statement, eine Art Branding. Was machst du bloß, wenn du nun tatsächlich älter wirst? Und wie alt bist du jetzt überhaupt? Genau, ich habe mit 20 Jahren gegründet, bin jetzt 25 geworden und ich nutze es tatsächlich nur deswegen, weil entweder ich kann es nutzen oder es wird mir zum Vorwurf gemacht, dass ich so jung bin. Und ich dachte, okay, ich kann das immer hinter mir hertragen, so nach dem Motto, oh, ich bin zu jung oder ich passe jetzt noch nicht rein oder da. Es ist tatsächlich bei vielen Programmen so, dass du dich erst ab 26 oder 27 in der Startup-Szene bewerben darfst, weil du dann meistens mit dem Studium, meistens auch dem Master fertig bist und dann erst als qualifiziert giltst. Und ich bin immer unter dem Altersschnitt, darf mich bei allen diesem Programm nicht bewerben. Dann habe ich gesagt, na gut, dann nutze ich das doch einfach und spreche darüber, wie Leute in meinem Alter denn eigentlich sind, wie wir ticken, wie wir denken, wie wir angesprochen werden wollen und was auch Unternehmen falsch machen. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade die Generation Z ein riesiges Thema ist, aber ich habe vor 2 Jahren habe ich darüber noch gar nicht so in dem Ausmaß gesprochen, sondern über Altersdiversität, nämlich auch, dass nicht nur junge Frauen gesehen werden sollen oder generell junge Menschen, sondern halt auch alle.
Und das ist mir auch ein Anliegen bei Fementor. Deswegen freue ich mich eigentlich darauf, da auch mehr zu wachsen. Und mit Altern kommt nun mal ein Wachstum und natürlich auch viele, viele Erfahrungen. Und auf die freue ich mich tatsächlich. Wunderbar. Ja, du hast erzählt in irgendeinem Beitrag, den ich mir auch irgendwo mal angehört habe, dass du bereits mit 14 wusstest, was du in den nächsten 10 Jahren erreichen wolltest. Tatsächlich nicht in den nächsten 10 Jahren, das sollte mein Leben werden. Das war die Bucketlist für mein Leben. Ja. Und dann hast du nur 10 Jahre gebraucht. Ja. So. Und, aber meine Frage zielt erstmal darauf hin ab, war das irgendwie in deiner Schulklasse so üblich, sowas zu machen? Oder hast du ein Buch gelesen und gedacht, oh, das mache ich jetzt auch? Oder wie kam es denn dazu? Also ich weiß jetzt nicht, ob es so typisch ist, dass man sowas mit 14 macht. Also mittlerweile ist es schon typischer, weil es super viel Content auf TikTok und Instagram gibt zum Thema Manifestieren und Bucketlisten schreiben und da sozusagen Ziele setzen. Das wird ja immer wieder ausgespielt vom Algorithmus. Das scheint sozusagen mittlerweile ein Trend zu sein. Das heißt, auch viele junge Menschen unter 18 machen das bereits. Damals, sage ich jetzt mal, vor ja, über 10 Jahren war das nicht ganz so üblich, weil es auch einfach Instagram noch gar nicht so groß gab und Themen wie mit sich selber beschäftigen, manifestieren, Bucketlisten waren damals einfach noch kein Trendthema, sag ich mal, und auch nicht so im Bewusstsein. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich glaube, ich war immer ambitioniert. Ich habe mit 7 Jahren angefangen zu Schauspielern, mit 14 als Jugendjournalistin zu schreiben und habe durch den Beruf meiner Mutter, die ist PR-Beraterin, habe ich unglaublich viele Industrien kennenlernen dürfen und dachte, naja, dann schreibe ich doch einfach mal auf, was ich so gerne für mich wollen würde, für mein Leben. Und da stand halt wirklich so, weiß ich nicht, ganz komische Teenie-Fantasien drauf, eben wie Justin Bieber-Konzert besuchen, Popstar daten, weiß ich nicht, Fußballspieler mal geküsst haben. Also wirklich diese Teenie-Wünsche, sage ich jetzt mal, aber ich habe sie mir erfüllt. Und dann aber halt auch so Ziele wie Firma gründen, TED-Talk halten, Buch schreiben, dann eine Auszeichnung gewinnen für meine Arbeit, was ich mehrfach getan habe mit Fementor zum Glück, beziehungsweise was mich sehr ehrt. Und das war eine super lange Pages-Liste damals noch auf meinem MacBook und ich habe nach 9 Jahren habe ich diese Liste wiedergefunden und dachte, ach, jetzt hast du doch eigentlich fast alles erledigt von der Liste, außer ein Buch schreiben. Und ich war zu dem Zeitpunkt 23 und kurz danach kam eine E-Mail von dem Haufe Verlag, sie würden gerne ein Buch mit mir schreiben. Ich dachte, ich kann mir jetzt noch mehr Zeit lassen oder ich beende den letzten Punkt auf der Liste und habe das dann innerhalb sogar nicht nur 10 Jahren, sondern 9 Jahren habe ich meine Bucketlist abgehakt, die fürs Leben war. Und jetzt arbeite ich tatsächlich schon an einer neuen. Ich wollte gerade sagen, und nu? Jetzt tatsächlich habe ich mir so auch ein Jahr lang die Frage gestellt, was jetzt, was will ich denn jetzt noch machen? Alles gemacht. Aber ich habe eine neue Bucketlist, auf der auf jeden Fall auch nicht mehr so Sachen stehen wie Popstar-Daten. Welchen Popstar hast du gedatet? Das sage ich nicht. Schade. Das ist zum Glück nie rausgekommen und war eine wilde Phase, aber einen ziemlich bekannten. Okay, du, ich könnte mir vorstellen, ich meine, wenn man so über Selbstwirksamkeit spricht, dann... Mhm. Ja, ich meine, dann führt es doch fast schon zu so einem Quäntchen Größenwahn, oder? Also, dass man irgendwie denkt, ich kann mir alles vornehmen, was ich will und ich schaffe das. Also, ich scheine ja irgendwie auch Qualitäten zu haben und eine Stärke zu haben, die mir, ja, dazu verhilft. Und also, das soll jetzt gar nicht so als Kritik gemeint sein, sondern im Gegenteil als große Bewunderung und als Frage, was glaubst du, welche Qualitäten braucht es auch dafür? Also was würdest du anderen auch mit auf den Weg geben? Mhm. Was hilft dabei, sich so eine Liste zu schreiben und die dann auch tatsächlich abzuhaken nach und nach? Weißt du, was ich richtig schön finde, dass ich diese Frage noch nie bekommen habe und ich habe, glaube ich, über 150 Podcast-Folgen mittlerweile gemacht und deswegen vielen, vielen Dank erstmal an der Stelle dafür diese Frage. Gerne. tatsächlich ist es eine Kombi. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wo kommst du her, was für Altlasten trägst du mit dir. Ich war 20 bei der Gründung. Und auch bei 23, als ich die meisten Sachen erledigt habe und habe das große Glück, dass ich eine sehr, sehr wundervolle Mutter habe, die mich unterstützen konnte, die auch eine, wenn du über Stärke sprichst, dann fällt mir der Name Mama ein. Und das ist ein riesiges Geschenk, dass du
oder wenn du von zu Hause aus ein Supportsystem hast oder eine Person, die dich stärkt, die dich stützt, dann hast du einfach einen riesigen Heimvorteil im wahrsten Sinne des Wortes, und den hatte ich einfach, indem ich einfach eine sehr bewusste Mutter hatte, gleichzeitig aber auch meinen Typus oder meinen Typ Mensch. Ich bin sehr extrovertiert, trotzdem bin ich extrovertiert und organisiert, was auch nicht immer die Kombi ist, die normal ist. Das heißt, ich liebe Excel-Listen, ich liebe jede Art von Listen, damit meine ich nicht Bucket-Listen, sondern wirklich alles in Listen zu packen. Mhm. Und ich glaube, diese Strukturierung, diese Art rauszugehen, Ja zu sagen, was ja meistens mit Leuten einhergeht, die eben extrovertiert sind und gleichzeitig einer großen Portion Naivität, ist es möglich, Sachen umzusetzen, wo man denkt, man schafft es nicht, und sich gar nicht erst an diesen Gedanken zu gewöhnen, oh, ich kann das nicht, das ist nicht möglich, das schaffe ich nicht. 2019 gab es keine junge Gründerin in meinem Alter. Das gab es einfach nicht in der Art. Und ich hätte mir jetzt auch denken können, ja, das kann ich nicht machen, das gibt's ja noch nicht. Ich habe eher gedacht, ach, das gibt's nicht, das mache ich jetzt. Und mit dieser Denkweise, glaube ich, voranzugehen in jeglicher Art, es müssen nicht große Ziele sein, das muss nicht ein Buch schreiben sein, du hast ja auch 3 Bücher geschrieben, das ist ja der Hammer, sondern es kann was sein wie, hey, ich frage nach der Gehaltserhöhung oder ich bekomme die Beförderung, weil ich das verdient habe, weil ich einen guten Job mache. Und gerade für uns Frauen ist das relevant, weil wir eben häufig mit so einem Denken reingehen, ich darf das nicht, ich darf nicht danach fragen, ich muss eine Gefalltochter sein, wie wir eben in unserer Gesellschaft großgezogen werden. Und davon ein bisschen wegzukommen, zu sagen, ich muss nicht anderen gefallen, sondern ich muss mir gefallen. Das ist ganz, ganz wichtig, was wir auch, glaube ich, lernen müssen. Mhm. Und würde auch gerne deine Meinung zu wissen. Also wie war es bei dir? Also bei mir war das so, dass ich mich in dem Alter vor allen Dingen ganz stark gesucht habe. Also ich habe sehr viele Angebote um mich herum gehabt, also viele Angebote, wie man so sein kann, das meine ich damit. Und die haben mir alle nicht gefallen. Und ich habe immer schon gemerkt, ich bin irgendwie anders. Und so wie ich aber bin, ist es scheinbar nicht in Ordnung. Also ich hatte auch tatsächlich in dem Alter Schwierigkeiten, Gleichgesinnte zu finden oder Menschen, die mit mir Dinge irgendwie voranbringen wollten, ja. Und da hatte ich vielleicht auch ein bisschen Pech, auf welcher Schule ich war oder in welchem Kontext ich war, keine Ahnung. Aber jedenfalls war ich eher, fühlte ich mich eher in dem Alter, als würde ich so total auf der Bremse stehen und als würden irgendwie alle um mich herum irgendwie woanders hin unterwegs sein. Also deswegen finde ich das extrem spannend, wo du da gestanden hast, so mit 14 und was du so erzählst. Und gleichzeitig kam das bei mir dann später. Also ich habe dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin bis Mitte 20 oder so, habe ich gebraucht, um endlich zu kapieren, aha, so bin ich und da stehe ich jetzt dazu und da gehe ich jetzt und auf einmal, bam, es ist alles explodiert und bin auch in ein ähnliches Erleben gekommen von, wenn ich mir jetzt was vornehme, dann mache ich das einfach und dann schaffe ich das auch so. Und deswegen kann ich da sehr gut anknüpfen an das, was du sagst, nämlich sich darauf zu besinnen, wirklich den eigenen Weg zu gehen, das eigene Selbst zu entwickeln und nicht in sowas Nachmachendes zu wechseln. Ne? Ja. So. Was mich auch nochmal interessieren würde, ist, welches Verhältnis hattest du zur Schule? Weil ich glaube, gerade wenn sich auch jüngere Menschen das so anhören, ich habe den Eindruck, Schule macht so wahnsinnig viel falsch und kaputt und fordert einfach so viel Gehorsam, Gefolgschaft, Disziplin, Anpassung, kontinuierliches Lernen und so weiter. Und ich kann so gut verstehen, dass so viele junge Menschen da einfach auch keinen Bock drauf haben, einerseits. Und andererseits beobachte ich aber auch, wie viele da auch wie die Lemminge da einfach hinterherrennen. Ja? Und ich denke, du liebe Güte, was macht das mit dir? Die machen dann 1,0 Abitur. Ja, genau. Ja. Ja. Tatsächlich hat es total resoniert bei mir, als du gerade gesagt hast, dass du mit Gleichaltrigen in dem Alter nicht so gut klarkommst. Das war tatsächlich bei mir auch so. Ich habe von der 1. bis zur 10. Klasse übelste Cybermobbing-Attacken erlebt. Also ich bin Mobbing-Opfer, wenn man es so nennen will. Also ich habe Mobbing in der Schulzeit erfahren und für mich war Schule der absolute Horror. Ich habe auch
ich bin direkt nach dem Abitur bin ich ins Studium gegangen und das war für mich dann auch wieder so eine schulische Erfahrung fast. Gleichaltrige, alle am gleichen Punkt. Du kannst das dir nicht wirklich aussuchen, wer mit dir zusammen ist. Und da habe ich auch gemerkt, das ist gar nicht mein Ding. Ich mag diese Struktur nicht. Für mich ist diese Vorstellung, ich werde jetzt hier reingeschmissen, ich muss jetzt hier performen, ich muss jetzt mit den Leuten klarkommen, mit denen ich die meiste Zeit meines Tages verbringe, was du einfach in der Schulzeit vor allem tust. Das war nicht mein Konzept und auch diese Art und Weise, wie Kinder miteinander sind und gerade wie pubertierende Kinder miteinander sind, das ist der absolute Horror. Also wie brutal Kinder sein können, wird mir immer wieder bewusst und gerade wer mal im Internet Zeit verbringt und sich da Plattformen bei TikTok anschaut und sich die Kommentarspalten anliest, wie sie sich gegenseitig fertig machen, davon war ich auch betroffen, weil das ist nun mal meine Generation. Es gab für uns nicht mehr Schulhofmobbing, zumindest nicht nur. Für uns gab es Mobbing. Du bist nicht nach Hause gegangen und danach hattest du deine Ruhe, weil das passierte ja nur auf der Schultoilette oder auf dem Schulhof oder in der Schulmensa, sondern es passierte in deinen eigenen vier Wänden. Und du warst nicht geschützt, weil du eben dieses kleine viereckige Gerät, meistens ein iPhone oder ein Handy oder ähnliches, bei dir getragen hast. Und das war für mich wirklich eine ganz schlimme Erfahrung. Ich hatte jahrelang Angst vor meiner Altersgruppierung. Ich hatte wirklich, also mit Gleichaltrigen, egal ob jünger oder älter, kam ich super klar, aber mit Gleichaltrigen, die im gleichen Alter waren, hatte ich immer Probleme. Und habe da auch irgendwie nie mich wohlgefühlt, weil mich das immer ans Mobbing erinnert hat und habe das dann auch tatsächlich für mich aufgelöst. Und viele meiner Mobberinnen, bewusst weiblich gegendert, waren eben junge Mädchen und es ist eigentlich ironisch, dass ich eine Plattform für Frauen gegründet habe. Aber ich habe hinter für Mentor sehe ich auch die Vision, all die Leute und all die Frauen, die sich nicht dazugehörig gefühlt haben, die keinen Platz in der Gesellschaft gefunden haben oder die zu toll waren, um von anderen gesehen zu werden, denen biete ich eine Plattform. Und auch genau das spiegelt sich wieder, weil bei Femento passiert kein Mobbing, keine Ausgrenzung oder ähnliches. Wenn wir eine Veranstaltung machen, dann sprechen sich die Frauen an und bilden nicht kleine Grüppchen, sondern es ist eine große homogene Masse und das ist das Schöne. Und ja, für mich Schule, wie gesagt, ich würde sehr, sehr viel im Schulsystem ändern. Ja, sag mal, was hast du für Tipps? Also, oder wie bist du damit umgegangen? Oder wenn, ne, du hörst, da ist jemand, dem begegnet dieses Cybermobbing, was kann man tun? Du kannst also nichts tun. Kannst nichts tun. Du kannst Leute blockieren, du kannst einen Fake-Account blockieren, wenn es eine ähnliche Person ist, aber letztendlich ist Cybermobbing was, wovon du dich wenig schützen kannst. Und es gibt, ist ja immer wieder in der Politik wird ja immer wieder diskutiert, ab wann macht man Social Media zugänglich. Viele Plattformen sind erst ab 13 oder sogar 16 erlaubt, werden natürlich viel, viel früher genutzt. Da ist natürlich auch die Frage, wie weit können wir es schaffen, dass zum Beispiel Menschen keine Fake-Accounts haben, dass sie sich mit ihrem echten Namen anmelden müssen und sich auch verifizieren müssen, weil ich glaube, dadurch würden wir auch viel vermeiden, indem die Leute eben mit ihrem Klarnamen, ihrem Gesicht sozusagen auf einer Plattform sind und da eben nicht hinter einem Fake-Account anonym 123, weil du dann einfach auch dich gar nicht so viel traust zu machen. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall schon mal ein richtiger Schritt. Manche haben ja wirklich 5 Accounts, darunter irgendwie 4 Fake-Accounts, mit denen sie rumtrollen. Ja. Ja, das wäre so eine strukturelle Lösung, ne? Aber ich dachte jetzt tatsächlich eher so auf der Ebene von eine Selbststärkung oder Selbstabgrenzung oder ne, so. Also, also meine Hypothese, wenn ich dich jetzt so höre, du hast es ja irgendwie geschafft, da mit umzugehen. Du hast dich davon nicht komplett ruinieren lassen, runterziehen lassen, kaputt machen lassen. So, und darauf zielte meine Frage ab. Also, wie ist dir das gelungen? Ich glaube halt einfach, wie gesagt, da bin ich wieder beim Thema nach Hause zu kommen und klar, den Angriff weiter zu Hause zu haben, aber gleichzeitig auch eine Mutter zu haben, die ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Also meine Mutter wurde in der Schulzeit auch gemobbt, ist auch mit 20 dann damals nach Berlin gezogen, weil sie gesagt hat, ist nicht, dieses Kleinstadtleben ist nichts für mich, ich bin viel zu wild dafür. Ich war nun in Berlin, ich war wild genug für Berlin, vielleicht auch noch mal ein bisschen zu wild, aber da auch einfach jemanden zu haben, der es versteht und teilweise auch Therapien zu machen. Das ist ja auch normal, sage ich mittlerweile in meiner Generation, dass wir über Therapien sprechen und auch Therapien machen. Nicht nur eine, sondern drei und dann noch eine Familienaufstellung und hier ein Coaching und hier eine Hypnosetherapie, was ich gar nicht verwerflich finde, weil ich glaube, wir befassen uns viel früher mit unseren Triggerpunkten und unseren Problematiken. Teilweise ein bisschen zu viel, das sage ich dann auch wieder, das ist dann so ein kleines Klischee, dass wir viel zu früh Grenzen setzen, was wir eben in diesen vielen Therapien lernen, aber ich glaube,
was mir damals geholfen hat, war diese Aussicht, es hat ein Ende. Die Schulzeit hat nun mal 12 oder 13 Jahre, bei mir waren es 12. Da wusste ich einfach, sobald ich die Schule verlasse, kann ich es mir aussuchen. Und das habe ich gemacht. Und das Problem ist, wenn du an einer Arbeitsstelle bist, ich kenne viele Frauen bei Fementor, aber auch viele in meinem Umfeld generell, die am Arbeitsplatz gemobbt werden. Und da frage ich mich, das ist dann nochmal schlimmer, weil du halt einfach darauf angewiesen bist, auch nicht weißt, mit einer Unsicherheit, finde ich einen neuen Job oder nicht. Und da hast du bei der Schule einfach ein größeres Glück, weil es eben diese Limitierung hat. Ja, du hast jetzt gerade schon wir gesagt und wir, da habe ich so den Eindruck, jetzt meinst du deine Generation oder die Gen Z, für die du ja auch sprichst. Und das war auch auf der Konferenz, auf der ich dich gesehen habe, für mich so spannend, denn da gab es eine Situation, da hat der Moderator das Publikum befragt und hat gesagt, nennt doch mal alle Vorurteile, die ihr so habt. Also haut mal so richtig so raus, ne? So. Und ja, vielleicht kannst du mal sagen, was sind denn so die gängigen, häufigsten Vorurteile und ja, und wie entgegnest du denen dann? Eigentlich wäre es spannend zu wissen, welche dir noch in Erinnerung geblieben sind. Naja, mir in Erinnerung kann ich gerne sagen, ist sowas wie, ja, wollen keine Verantwortung übernehmen, kommst du heute nicht, kommst du morgen, wollen irgendwie ganz schnell Karriere machen und ganz viel Geld verdienen, aber keine Leistung oder wenig Leistung dafür erbringen, haben eigentlich überhaupt gar keine Lust zu arbeiten, am liebsten genau chillen und alles läuft irgendwie übers Handy und es ist viel wichtiger, die 3 Social Media Posts am Tag rauszuhauen, als irgendwie, ne, irgendwie sich an eine Aufgabe zu setzen, die eine lange Aufmerksamkeitsspanne braucht. Also all solche Sachen habe ich noch in Damit haben wir ziemlich viel abgedeckt, ziemlich viele der typischen Klischees. Tatsächlich ist es so, dass natürlich dieses Faulheitsklischee, was vieles davon umfasst, am häufigsten kommt. Auch gerade die Thematik, dass wir nicht mehr Rechtschreibung beherrschen und dass wir auch einfach, ja, dass wir unmotiviert scheinen, dass wir nicht mehr die gleiche Arbeitsmoral an den Tag legen, dass wir bei Lehrjahre sind keine Herrenjahre nicht mehr mitmachen. Und tatsächlich stimmt es. Wir sind eine Generation, wir sind vielleicht nicht faul, ich würde sagen, wir sind überfordert und sind daher so ein bisschen wie Bambi, was auf die Straße rennt und dann der Scheinwerfer auf uns leuchtet, mir einfach stillstehend da bleiben, so nach dem Motto, oh Gott, was mache ich jetzt? Ich mache halt gar nichts. Und wir sind halt auch Generation Knopfdruck. Wir sind es gewohnt, auf einen Knopfdruck entsperrt sich das Handy. Mit einem Knopfdruck kommt in 30 Minuten Essen zu dir. Mit einem Knopfdruck hast du morgen das bestellt, was du heute unbedingt brauchst. Wir sind einfach daran gewöhnt, dass alles sehr, sehr schnell geht. Und das ist natürlich ein Problem. Weil natürlich im Arbeitsleben musst du dich hocharbeiten. Da ist es nicht ein Knopfdruck und ich bin CEO und habe das Traumgehalt, sondern das heißt hocharbeiten. Und da kommt dieser Clash of Generations, würde ich mal sagen, wo wir anecken und wo wir auch nicht verstanden werden. Aber was man verstehen muss, ist, dass wir nicht alle so sind. Ich glaube, das beste Beispiel sind junge Leute, die motiviert sind, die arbeiten, die bereits einen tollen Job machen. Wenn ich überlege, in wie vielen Unternehmen ich bereits gesprochen habe und Workshops gegeben habe, wo eben junge Leute so motiviert waren, auch Ideen reingebracht haben und die werden damit dann auch gleichzeitig in einen Topf geschmissen. Und das finde ich schade, weil es gab in jeder Generation faule Leute, die vielleicht damals hieß es nicht chillen, sondern rumhängen oder faulenzen. Aber es gab immer Performer, ja. Genau, es gab immer diese Leute, die eben nicht performt haben. Und es gab immer wieder das Gegenteil und das ist in jeder Generation so. Jede Generation wird von der Älteren kritisiert. Das ist seit Jahrzehnten so. Wir müssen auch nicht tun, als wäre das noch nie da gewesen, was bei uns natürlich das Phänomen ist, dass wir soziale Medien haben und damit auch so natürlich groß geworden sind, dass es eine Welt ohne das Handy und ohne Google für uns nicht gibt. Also ich bin 1998 auf die Welt gekommen. Für mich gibt es keine Welt ohne Google. Das ist einfach ein Fakt. Ich weiß gar nicht, wie es ist, ein Lexikon aufzuschlagen, weil ich einen Begriff suche. Ich tippe das in ein Handy ein oder in einem Laptop. Und all das kommt natürlich dazu. Das heißt, ich glaube, wir sind eine ganz nette Generation, die aber häufig missverstanden wird und auch teilweise gar nicht angesprochen wird, sondern über die gesprochen wird. Ja, na, vor allen Dingen auch, genau, da kommen wir jetzt gleich nämlich auch noch dazu, weil du hast vorhin gesagt, du möchtest auch ganz gerne mal
dabei helfen, dass Unternehmen zum Beispiel auch verstehen, wie wir überhaupt angesprochen werden wollen. Aber die Frage parke ich mal noch kurz, weil ich würde gerne noch einmal zurück zu diesem anderen Punkt, nämlich ich erkläre mir das so, diese Generation, die entselbstverständlicht ganz vieles, was aber vorher einfach als selbstverständlich hingenommen wurde, zum Beispiel im Arbeitsleben. Also wenn man mal sagt, die Arbeitswelt ist voller Spielregeln, die es eben allen Menschen ermöglicht, ohne groß nachzudenken, irgendwie miteinander zu arbeiten, dann schafft diese Generation das große Fragezeichen in den Raum zu schieben. Nämlich, muss das so oder geht das auch anders? Ja? Oder seid ihr sicher, dass das wirklich der beste Weg ist? Und das ist natürlich für viele erstmal unbequem, unangenehm, weil man sich ja Zeit nehmen muss plötzlich, das auszuhandeln oder das nochmal neu zu denken oder vielleicht auch Prozesse zu verändern, ne, und so weiter. Und das finde ich ganz spannend, weil in dem Moment zeigt sich ja eher eben dieser Veränderungsunwille oder dieser Selbstreflexionsunwille, so nach dem Motto, nee, wir wollen das jetzt so weitermachen wie immer und ihr habt euch jetzt hier anzupassen und wenn ihr euch nicht anpasst, dann finden wir euch doof und werten euch ab. So. Ne? Mhm. Und das ist ja eigentlich total, ja, verrückt, weil, damit disqualifiziert man sich eben selbst als die Person, die das dann kritisiert, anstatt zu sagen, oh, wie interessant, erzähl mal, aha, ach, man kann das auch anders sehen, das ist ja fantastisch. Lass uns doch mal gucken, ne? Lass uns das mal zusammendenken. Was kommt denn dann da am Ende bei raus? Und da habe ich den Eindruck, das passiert eigentlich noch viel zu wenig. Oder wie siehst du das? Ja, es kommt immer mehr das Bewusstsein. Und ich glaube, wir würden auch nicht so gut funktionieren, wenn Unternehmen eben nicht bereits verstehen, dass sie ein Problem haben. Sie müssen sich darauf einlassen, ob sie wollen oder nicht. Wir haben die Alterspyramide. Das heißt, wir sind eine kleine Generation, auf die sich gerade viele bewerben. Und die natürlich auch in einer privilegierten Situation sind. Wir sind eben nicht mehr die Babyboomer-Generation. Und damit meine ich nicht das respektlos oder sowas, sondern wir sind keine Generation, die groß ist, wo es einen Babyboom gab. Wir sind eine Generation, wir sind klein. Unsere Eltern hatten meistens nur ein Kind. Das heißt, der Arbeitsmarkt hat ein Problem. Er braucht uns. Er ist auf uns angewiesen. Und wir sind natürlich in dieser Situation, wo wir sagen, halt, Moment, so machen wir es nicht mit. Und wenn du nicht mitmachst, dann wähle ich einen anderen Arbeitsgeber oder Arbeitsgeberin. Und da muss ein Umdenken herrschen und das merkt man schon, dass viele Unternehmen, auch wenn sie sich sträuben, jetzt doch sagen, na gut, dann reden wir mal mit denen und gucken mal, wie wir da auch mitschwimmen können. Mhm. Ich glaube tatsächlich ist es schwierig, weil jeder aus der Generation möchte anders angesprochen werden. Es gibt nicht diese eine Art, angesprochen zu werden. Und es gibt auch nicht, wir sind sehr individuell in der Art, was wir für Bedürfnisse haben und wie wir miteinander umgehen wollen und was wir uns wünschen. Das heißt, da kommt eine sehr, sehr schwierige Generation auf den Arbeitsmarkt zu, die natürlich auch, wie gesagt, bewusst ist, ihre Grenzen setzt, teilweise viel zu früh die Grenzen setzt, aber wir setzen sie eben. Und da ist es aber auch unsere Aufgabe als Generation Z, uns ein bisschen drauf einzulassen. Und klar, ich kann auch verstehen, dass wir nicht mehr Lehrjahre sind, keine Herrenjahre wollen. Und ich frage mich auch immer, brauchen wir das zum Beispiel überhaupt noch? Müssen wir es wirklich genauso schwer haben wie die Generation vor uns? Oder würde man, wenn man diesen Weg mitgegangen ist, nicht eher sagen, hey, ich erspare euch diesen schweren Weg und kann da nicht eigentlich Mentoring eine Rolle spielen, wo eben beide oder Reverse Mentoring, wo beide voneinander lernen und dadurch sich auf Augenhöhe begegnen, ohne diese Altershürde mitzudenken. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Lösung dieses Problems. Ja, also ich höre dich so, dass du sagst, also so einen allgemeinen Tipp, wie wollen wir angesprochen werden, der lässt sich gar nicht geben, weil eben die Generation vor allen Dingen auch sich dadurch auszeichnet, dass sie eben so höchst unterschiedliche Werte vertritt oder sich so unterschiedliche Dinge wünscht. Wenn Unternehmen dich aber da um Rat fragen, gerade die jetzt auch sagen, wir haben auf dem Arbeitsmarkt Probleme, hast du denn dennoch 1, 2, 3 Tipps? Die Frage ist, was für Probleme haben sie? Also geht es darum, Leute zu rekrutieren? Geht es darum, die Leute zu halten? Ist ja meistens so eine Mischung aus beidem, ne? Also neue Leute reinzubekommen und vor allen Dingen, und das höre ich aber noch viel öfter, wenn sie es dann schaffen, neue, junge Leute an Bord zu bekommen, dann sind die ganz schnell wieder weg, weil die nämlich merken, oh Gott, wie ist denn das hier bei euch? Nee, da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Also was ich ja immer wieder empfehle, ist zuhören. Das
gilt in alle Richtungen, aber auch zuhören bei einem Bewerbungsgespräch, wirklich auch zu fragen, was wollen Sie und nicht, warum wollen Sie diesen Job? Weil die ganz klare Antwort darauf ist, ich möchte in Berlin-Mitte wohnen und das kostet ziemlich viel Geld und ich muss meine Miete irgendwie stemmen. Sondern wirklich zu fragen, was wünschen Sie sich auch von einem Arbeitsgeber und Arbeitnehmerin? Und was wünschen Sie sich von einem Team? Und da auch drauf einzugehen und da auch zu versuchen, vielleicht über gewisse Qualifikationen hinwegzusehen. Und da meine ich jetzt nicht diese Standardqualifikationen, die für den Job gebraucht werden, sondern zu sagen, ja, wie, Sie haben keinen Bachelor, Master, super Abschluss. Wir nehmen aber nur Doktoranden mit PhD, weil das ist nun mal, was wir seit Jahren eingestellt haben, sondern zu gucken, hey, da sind qualifizierte Mitarbeitende, Potenzielle, die wir vielleicht übersehen, weil sie vielleicht nur den Bachelor gemacht haben, weil sie vielleicht gar nicht studiert haben, sondern eine Ausbildung gemacht haben, aber dadurch natürlich auch schon Berufserfahrung haben und vielleicht auch viel, viel mehr wissen, worauf sie sich einlassen und die Leute nicht kategorisch auszuschließen. In den USA zum Beispiel entscheiden sich mittlerweile über 40% der Unternehmen darauf, auf einen Studiumabschluss zu verzichten bei der Bewerbung für einen neuen Job. Und das ist eigentlich eine tolle Sache. Natürlich will ich keinen Doktor, der nicht studiert hat. Darum geht's gar nicht. Aber in gewissen Berufen ist eine Qualifikation wie ein Studium nicht zwingend notwendig. Und es ist viel Learning by Doing. Und das wieder zu ermöglichen. Und viele in der Generation wollen lernen. Sie wollen aber auch lernen, in denen sie auch Fehler machen dürfen. Ich glaube, diese Fehlerkultur haben wir in Deutschland gerade nicht. Und das gerade in einem Unternehmen auch Leuten zu erlauben, die bereits angestellt sind, zu sagen, hey, wenn du einen Fehler machst, dann kriegst du keinen Ärger, sondern wir reden darüber, wir nehmen es als Learning, weil das ist dein erster Job. Und da auch nochmal auch vielleicht zurückzudenken, als Person, die eben schon länger in einem Job und in dem Arbeitsumfeld ist, zu sagen, wie war denn mein erster Tag? Mit welchen Unsicherheiten kam ich denn bei meinem ersten Job rein? Und da auch ein bisschen mehr Verständnis zu zeigen, das würde ich mir wünschen, weil viele natürlich einfach mit einem Vorurteil reingehen, Generation Z will nicht arbeiten. Ja, genau. Ich fand deinen Schachzug so super auf der Konferenz. Du meintest dann irgendwie sowas wie, ja, das stimmt alles und ja, wir sind Generation Bambi und Generation 24-Stunden-Handy und Generation Knopfdruck und was weiß ich. Und wisst ihr was? Ihr habt uns dazu gemacht. Ja, aber es ist so. Das ist, also ich sitze so oft in diesen Räumen, wo ich dann halt auch vorher frage, so wer von euch hatte ein Kind? Und dann gehen alle Hände hoch und ich so, ja, wie alt sind denn eure Kinder? Und die sind dann meistens so in meinem Alter. Und dann sage ich mal, ja, ihr beschwert euch jetzt, ihr fragt mich, ihr zahlt mir viel Geld, dass ich euch erkläre, wie eure Kinder ticken, statt die einfach mal selber zu fragen. Und ich habe das tatsächlich bei einem Talk bei der Volksbank damals gemacht. Und dass 20% des Raumes sind Wut in Brand aus dem Raum gestürmt, war total empört. Und 80% haben so einen Kopfnicken gehabt, so, ach krass, ja, stimmt ja. Und dann hat auch so ein Vater einen ganz tollen Artikel am Ende darüber geschrieben, meinte, ja, ich habe mir nie Gedanken gemacht, einfach mal mein Kind zu Hause zu fragen. Der ist doch eigentlich der Experte. Ja. Und der hat danach eben so ein Reverse-Mentoring mit seinem Sohn angefangen. Und ich dachte mir, genau das ist es. Diese Ressourcen nutzen, die vor unserer Nase liegen. Und viele sprechen nicht mit uns. Und das finde ich so schade, weil ich denke, ihr habt uns teilweise zu Hause sitzen. Klar grummeln wir rum. Ich erinnere mich auch an meine Pubertät. Da war es dann auch so, ja, lass mich noch chillen oder sowas. Aber da auch mal drüber hinwegzugehen, zu sagen, ja, aber erklär mir das mal und da auch eine Offenheit, ein Interesse zu bekunden, macht ja auch was mit dir. Also meine Mama hat sich total dafür interessiert, wie Snapchat und Instagram funktioniert. Die ist mittlerweile, mit ihr war ich zum Beispiel das Werbegesicht für Snapchat. Wir haben wirklich, die haben Werbekampagne für Snapchat gemacht, weil sie einen der wenigen Boomer-Eltern waren, die ja, die Snapchat beherrschen konnte. Ja, sehr cool. Reverse Mentoring, wir haben es jetzt schon im Raum und erklär doch bitte einmal erstens, wie genau eure Plattform da funktioniert und natürlich bei der Gelegenheit auch, was ist dann in diesem Zusammenhang Reverse Mentoring? Also ja, genau, leg einfach mal los. Also Reverse Mentoring bedeutet das generationsübergreifende Lernen voneinander, statt nur eine Person von der anderen. Wenn wir jetzt Video hätten, würde ich sozusagen meine beiden Hände verschieben. Das heißt, die eine Hand ist höher, die andere ist niedriger und die Hand, die höher ist, symbolisiert sozusagen den Mentor oder die Mentorin, die mehr Wissen hat, die mehr Lebenserfahrung hat, die aus einem Wissensstand kommt, der einfach mit den Jahren kam, mit Berufserfahrung, einem Netzwerk. Und die Hand, die weiter unten ist, symbolisiert sozusagen die Mentee, die kaum Wissen hat, die gerade aus der Schulzeit kommt, die noch keine Berufserfahrung hat, die aber dafür Wissensstände aus der Generation hat, die mit sozialen Medien groß geworden ist, die eine ganz andere Art von digitalen
Neuheiten wie KI, ChatGPT und so weiter hat und da sozusagen auch einen Wissensschatz mit sich trägt, der aber gar nicht in unserer Gesellschaft so wahrgenommen wird, weil es lange ging darum, ich bin älter, ich habe mehr Wissen, ich habe mehr Erfahrung, ich bin die Person, die lehren darf. Und beim Reverse Mentoring geht es darum, dass beide Personen sich sozusagen auf Augenhöhe begegnen. Das heißt, die Hände schieben sich auf eine Ebene und beide lernen voneinander mit unterschiedlichen Wissensständen, mit unterschiedlichen Sichtweisen aus unterschiedlichen Generationen. Das kann zum Beispiel der CEO sein, der eben sagt, ich verstehe nicht mehr, wie mein Unternehmen sich an die Zielgruppe Generation Z richten soll, wie wir junge Leute nicht nur als Arbeitskräfte gewinnen, sondern auch als Kunden und Kundinnen. Und da kann eben die Generation Z, die Mentee, eben sagen, hey, ich helfe dir dabei, aber im Gegenzug möchte ich Wissen bekommen, wie ich zum Beispiel bei einem Bewerbungsgespräch auftreten kann, damit ihr mich sozusagen rekrutieren würdet. Und es geht darum, dass wir diesen Wissensaustausch schaffen ohne Barriere. Und das ist eigentlich die Magie hinter Reverse Mentoring. Wie ist das Geschäftsmodell? Bei Fementor geht es darum, dass wir kostenlos sind. Also wir sind für alle Frauen, also Fementor, wie der Name sagt, Female Mentor, richtet sich nur für Frauen derzeit, weil wir gesagt haben, wir bleiben rein weiblich, bis es die Gender Pay Gap nicht mehr gibt. Wir haben hohe Ambitionen, dass das nicht mehr so lange dauert. Danach sind alle Männer herzlich willkommen und eingeladen, bei Fementor ebenso teil zu werden. Genau, es ist kostenlos für Frauen und uns ist es wichtig, dass die Zugänge geschafft werden. Wir finanzieren uns durch Kooperation mit Unternehmen und Universitäten, die uns integrieren, die aber auch mit uns zusammenarbeiten zum Thema Recruitment, Reverse Mentoring und eben auch Generation Z bzw. Generationsaustausch. Okay, und das ist... Wie entwickelt sich das Unternehmen? Also schauen wir mal auf dich als Gründerin, als Unternehmerin. Wie zufrieden bist du damit, was du dort geschaffen hast? Ich bin rückblickend völlig überrascht tatsächlich, wie das gelaufen ist. Ich wollte nie Gründerin werden. Ich habe Fermenter gegründet aus so einer Sommeraktion raus, sage ich es jetzt mal. Ich wollte ursprünglich Journalistin werden, weil ich 6 Jahre Journalismus hinter mir hatte, von 16 bis 20. Und mich damals für die Axel Springer Akademie beworben hatte, wo ich in die letzte Runde kam und dachte, naja gut, das dauert noch, glaube 6 Monate, bis es anfängt, das Volontariat. In der Zeit kann ich ja dann so eine Plattform mal gründen und mal was machen. Dass diese Plattform dann aber mein Leben wird und ich mich dann letztendlich dafür entscheide und diese Gründung durchziehe, hätte ich auch nicht gedacht. Und dass es so wachsen würde, auch nicht. Wir haben damals mit 50 Mentoren angefangen und sind jetzt bei 6.000 Mentorinnen weltweit. Wow. Also ja. Das ist ein sehr extremer Wachstum innerhalb von 4,5 Jahren und fast 5. Ja, tatsächlich bin ich super glücklich darüber, was wir auch für Geschichten für Frauen zusammenbringen konnten, was wir für Erfolgsgeschichten haben. Wir haben eine 100%ige Erfolgsrate mit unseren Matches. Das heißt, wir versuchen wirklich zwischenmenschlich zu matchen, ohne Algorithmus, weil es einfach noch nicht den perfekten Algorithmus gibt, wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen gibt. Ich hoffe darauf, dass es den bald gibt. Also falls irgendjemand eine Idee hat, schreibt mir gerne. Aber uns ist eben dieses Zwischenmenschliche sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch teilweise unser Erfolgsgeheimnis, weil wir auf die Menschen achten. Ja, und wenn jetzt das jemand hört, also eine Frau, die das gerne machen möchte, was müsste sie jetzt tun und was würde dann auf dieser Plattform passieren? Genau, also wenn du eine Frau unter 30 bist, dann müsste man es klassisch die Mentee, weil es natürlich bei Reverse Mentoring vor allem um einen Altersunterschied geht. Das heißt, zwischen 16 und 30 sind unsere Mentees. Das heißt, du gehst auf die Webseite, bewirbst dich ganz einfach über ein Online-Formular als Mentee, schreibst, wer du bist, was du machst, was du auch suchst, so ein bisschen wie eBay, biete, suche. Und als Mentorin bist du über 30. Wir klassifizieren das mit Altersgruppen. Das heißt, Mentorin ist klassisch die Person über 30, die Mentee ist unter 30 und dann durch den Reverse-Mentoring-Aspekt wird man ja wieder umgedreht. Also man ist jeweils Mentee und Mentorin nur bei der Anmeldung eben, um das klarzustellen. Und man bewirbt sich genau so wie die Mentee, weil wir gesagt haben, wir wollen keine Klassengesellschaft schaffen. Dadurch, dass beide sich ja am Ende auf Augenhöhe begegnen sollen, sollen sie auch beide den gleichen Aufnahmeprozess durchlaufen. Das heißt, sie müssen sich ebenfalls über die Webseite bewerben, allerdings statt Mentee zu klicken, Mentoren anklicken. Okay, und jetzt vielleicht nochmal so zu deinem ganzen Zeitmanagement. Ja. Also, ich habe dich jetzt erlebt als Speakerin, wenn man sich über dich informiert, du bist
scheinbar viel unterwegs. Du bist jetzt hier in diesen Podcast auch gekommen. Gleichzeitig braucht dich dein Unternehmen wahrscheinlich auch ein bisschen hier und da mal. Wie organisierst du dich genau? Also hast du eine bestimmte Zeitstruktur, die du einhältst? Hast du Tage, wo du sagst, am Montags arbeite ich immer nur an meinem Unternehmen und dienstags oder so? Oder wie genau machst du das? Das ist leider nicht möglich, so Tage einzuteilen. Also I wish. Tatsächlich ging es mir die letzten 3 Tage nicht so gut. Das heißt, ich habe 3 Tage lang versucht, so wenig wie möglich zu machen. Wenn ich sage, so wenig wie möglich, dann meine ich einen 9-to-5-Job. Das heißt, ich versuche dann wenigstens mir Zeiten zu nehmen, wo all die Sonderprojekte oder Sondersachen, die ich nebenbei mache, zu reduzieren, zumindest so gut es geht. So ein klassischer Tag bei mir sieht aus, dass ich morgens Calls habe oder Interviews, dann meistens noch eine Veranstaltung am Morgen oder am Mittag. Dann muss ich, je nachdem, zum Beispiel morgen fahre ich nach Gießen, weil ich da abends bei einer Veranstaltung die Opening Keynote halte und abends dann einen Geschäftstermin habe. Also das heißt, mein Tag besteht aus sehr, sehr vielen zwischenmenschlichen Begegnungen, aus sehr, sehr vielen Talks. Also ich glaube, das meiste, was ich an Talks an einem Tag hatte, war 4 oder 5 Talks an einem Tag. Also das spielt auf jeden Fall schon eine sehr, sehr große Rolle in meinem Leben. Und natürlich soziale Medien. Also das heißt, jeden Tag einen LinkedIn-Beitrag schreiben. Ich versuche auch täglich ein Reel zu posten auf Instagram und sich da sozusagen zu beschäftigen. Und ich nutze dafür tatsächlich nicht die Kalender-App, sondern Notizen, weil das übersichtlicher ist und ich da einfach meine Wochen sehen kann und nicht nur tagesspezifisch. Ja, das heißt, ich bin, wie gesagt, da schreibe ich ganz, ganz viele Listen, was gemacht werden muss, zu welcher Uhrzeit ich wann sein muss, wann ich meine Haare waschen muss, wann ich Koffer packen muss, was ich mitnehmen muss. Und das alles sehr, sehr detailliert, dass ich ja nichts vergesse. Ja, Haare waschen ist bei dir wahrscheinlich ein ziemliches Thema. Also wer dich noch nicht gesehen hat, sollte auf jeden Fall sich jetzt mal ein Foto angucken. Und dann erklärt sich das. Ja. Wir lassen Spoiler. Genau. Ich habe mich gerade so gefragt, das alles geht nicht ohne eine Mission. Ja, also ich glaube, das ist ja auch einer deiner Haupttipps, die du zum Beispiel auch gibst, Menschen, die selber was gründen wollen, ne, die in die Welt gehen wollen oder ne, auch so das ganze Thema, wie positioniert man sich, das geht ja alles gar nicht. Also woher soll man denn bitte diese Energie nehmen, 4 oder 5 Talks am Tag zu halten, wenn man nicht mit irgendeiner Mission unterwegs ist? Mhm. Oder? Also was treibt dich an? Was ist denn... Also ich meine, klar, ne, man hat jetzt schon ein paar Fantasien, was du in die Welt bringen willst, nachdem man dir jetzt zugehört hat. Aber dennoch, es ist ja auch wirklich anstrengend so. Und was du da auf dich nimmst, wofür? Ich glaube, weil es mir gefehlt hat. Mir haben junge Frauen auf der Bühne gefehlt. Mir haben Frauen generell auf der Bühne gefehlt, egal welchen Alters. Mhm. Und ich kenne auch sehr, sehr viele in meinem Umfeld, die eben eher introvertiert sind, die sich nicht trauen, auf die Bühne zu gehen, die sagen, sie gehen nicht auf die Bühne, wenn es ein reiner Männerpanel ist. Und da springe ich dann ein und sage, hey, ich mache das, damit wenigstens eine Frau gesehen wird, damit wir wenigstens diese eine Repräsentanz haben und in Zukunft hoffentlich 2 oder 3 Frauen. Und wir müssen irgendwo anfangen und da sehe ich mich einfach. Ich möchte was bewegen in dieser Welt. Ich möchte vor allem Frauen unterstützen, weil es uns häufig an Support fehlt und nicht nur Support von anderen, sondern von uns selber, weil wir sehr kritisch mit uns sind. Und das ist auf jeden Fall ein Herzensthema für mich. Und da auch in eine Rolle zu gehen. Und ich werde häufig bei Talks vorgestellt als Role Model oder oder auch angefragt nach dem Motto, kannst du nicht als Role Model für junge Frauen da sein? Und dann der erste Moment ist dann so, krass, Role Model, kann ich das überhaupt? Und dann denke ich mir so, doch, du hast was geschaffen. Und wenn da irgendeine junge Frau im Publikum sitzt oder sei es auch ein junger Mann und der sagt, hey, ich möchte auch gründen oder es ist möglich, jung zu gründen und damit erfolgreich zu werden, dann mache ich das. Und gleichzeitig aber auch ehrlich zu bleiben, ich habe ja auch ein Buch rausgebracht, letztes Jahr gegründet, Startup-Szene Uncovered. Und da habe ich eben über all die Schattenseiten der Startup-Welt geschrieben. Und das halt eben auch nicht zu beschönigen und zu sagen, oh, Gründen ist so toll und super, sondern es ist anstrengend. Du gibst super viel auf dafür. Das trotzdem noch beizubehalten, das war mir auch ebenfalls sehr, sehr wichtig, eben nicht nur dieses glamouröse Startup-Leben zu feiern, sondern auch zu sagen, hey, das ist eine ganz schöne dunkle Schattenwand dahinter. Mhm, genau. Ja, vielleicht das als allerletzte Frage oder als allerletztes Thema. Mhm. Du sagst, wer reich werden möchte, sollte kein Startup gründen.
Nee. Und doch hat man so den Eindruck, dass da häufig aber auch diese Fantasien dahinter stecken. Ne? Ja, wir gründen was, dann ziehen wir das hoch und dann gibt es einen Exit für mehrere Millionen Euro. Genau, du hast das Buch dazu geschrieben, was sind deine Top-Tipps für GründerInnen? Es ist schwierig, weil wie gesagt, man wird nicht reich, damit die meisten 9 von 10 Startups scheitern. Ich glaube, das ist vielleicht der erste Tipp, sich dessen bewusst zu sein und auch verstehen, es ist in Ordnung, wenn man nicht mit dem ersten oder dem zweiten Startup erfolgreich wird und es nicht immer zum Super-Exit kommen muss. Also es ist, viele Startups verkaufen, aber für einen Betrag von ein paar tausend Euro. Und das ist auch okay. Es muss nicht immer der Millionen- oder Milliarden-Exit sein. Und auch zu verstehen, dass viele Leute zum Beispiel, die gegründet haben, dann erfolgreichen Exit gemacht haben, dass die auch teilweise echte Identitätsprobleme haben. Also zwei dieser Leute, die sehr erfolgreich in Deutschland ihr Startup verkauft haben, durfte ich für mein Buch interviewen. Die meinen, eigentlich hatte ich danach das gleiche Gefühl wie nach einer Insolvenz, bloß dass ich mehr Geld auf dem Konto hatte, weil ich einfach nicht mehr wusste weiter. Ich war total verzweifelt und auch irgendwie, da fiel auf einmal was weg, wofür ich mein Leben gearbeitet habe. Und das auch gar nicht so als ultimatives Ziel zu sehen, sondern zu verstehen, hey, diese ganzen Reisen, diese ganzen Erfahrungen, die du auf dem Weg machst, die sind eigentlich das Wertvolle. Und die auch als solches zu zelebrieren, auch immer wieder kleine Meilensteine zu feiern. Ich habe zum Beispiel eine Liste mit meinen Erfolgen und da stehen dann wirklich so Mikroerfolge drauf wie, hey, ich habe an einem Tag über 800 E-Mails beantwortet, super, du hast es geschafft, und diese kleinen Sachen zu feiern und nicht immer nur auf das große Ziel hinzuarbeiten, weil man dann ganz, ganz viele Partys verpasst. Na, vor allen Dingen ist es für mich auf der Gegenseite von Familienunternehmen, langfristig und so weiter. Und ich meine, die meisten Unternehmen in Deutschland sind ja tatsächlich Familienunternehmen. Und was die auszeichnet, ist ja immer der Gedanke der Enkelfähigkeit und des Übertragens des Unternehmens in die nächsten Generationen und des Werterhalts. Und deswegen, ich wundere mich da manchmal drüber, weil, also ich meine, ich bin ja selber Gründerin, beziehungsweise ich habe drei Unternehmen gegründet in meinem Leben. Und drei Unternehmen, drei Bücher, was kommt noch? Genau, keine Ahnung, drei Hunde. Jedenfalls, weißt du, ich habe überhaupt nicht gegründet, um dann damit irgendwann in den Exit zu gehen, sondern ich habe gegründet, um zu bleiben. Also und natürlich gehe ich irgendwann auch mal raus, und wenn das Unternehmen dann überlebt, wunderbar, ne? Aber das ist jetzt erstmal gar nicht meine Motivation. So. Und deswegen, ich finde das immer so spannend, dass überhaupt Startup so eng verknüpft ist mit diesem Gedanken Exit. Also geht gar nicht so richtig in meinen Kopf rein. Ich glaube, weil viele halt denken, sie können nur gründen mit fremdem Kapital, mit VC-Geld, mit Investoren und so weiter. Das stimmt nicht. Ja. Ich habe gebootstrapped und das ist der viel gesündere und organischere Weg, weil du natürlich wächst, wie das Unternehmen das zulässt und der Markt dich auch braucht und will. Und dadurch siehst du auch, bin ich tauglich ohne Investoren oder eben nicht. Und ich finde zum Beispiel, dass das total dieses ganze VC-Geld, Business-Angel-Geld, das ist auch wirklich teilweise, schwierig. Mhm. Also da begibst du dich auch in eine Falle rein, weil du kriegst zwar immer mehr Gelder, aber der Markt ist nicht dafür da und irgendwann scheiterst du dann doch und hast dann eine Verantwortung gegenüber Leuten, wo du das Geld eben ausgegeben hast. Und das muss man auch erstmal verkraften. Ja, genau. Ja, liebe Anastasia, du hast so wahnsinnig viel reingegeben hier in dieses Gespräch und du hast sowieso so viel zu sagen und ich bin wirklich verführt, dich immer weiter zu fragen, aber ich schätze deine Zeit und vielen, vielen Dank, dass du hier heute zu Gast warst und ich hoffe, dass du noch viele, viele weitere Menschen so begeistern kannst und ich denke, das ist dir auf jeden Fall bereits gelungen, ein Role Model zu sein für ganz, ganz viele. Und ja, ich freue mich einfach, ich feiere dich. Ich feiere dich auch. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und danke fürs Zuhören. Und wie gesagt, ihr habt es am Anfang gehört, Bewertung hinterlassen und ihr könnt was gewinnen. Genau. Vielen Dank. Tschüss. Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast.
Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.